Ah, ich mach das einfach hübsch. Ich weiß nicht mehr, wieso ich so viel Schiss im ersten Teil hatte und muss nach einem Kochtopf kurz gucken. Als mich meine Eltern in das Flugzeug nach England setzten, wo ich meine Verwandtschaft besuchen sollte, sagten sie zu mir: Sohn, du bist etwas Besonderes. Du wirst große Taten vollbringen. Glauben Sie mir, sie hatten recht. Ah, ich warte noch kurz.
Oh, der Kochtopf. So, machen wir mal weiter. Server group assigned. What the fuck? Ich bin Andrew Ryan und ich möchte Sie eines fragen. Steht einem Menschen nicht das zu, was er sich im Schweiße seines Angesichts erarbeitet? Nein, sagt der Mann in Washington, es gehört den Armen. Nein, sagt der Mann im Vatikan, es gehört Gott dem Allmächtigen. Nein, sagt der Mann in Moskau, es gehört allen. Ich konnte keine dieser Antworten akzeptieren. Stattdessen entschied ich mich für etwas anderes. Für etwas Unmögliches. Ich entschied mich für Rapture. Mann, das ist so riesig. Der Künstler keine Zensur fürchten, der Wissenschaftler sich keiner engstirnigen Moral beugen muss, in der diejenigen, die zu große bestimmt sind, nicht durch die kleinen Lichter gebremst werden. Wenn auch sie im Schweiße ihres Angesichts für dies kämpfen, kann Rapture auch ihre Stadt werden. Keine Ahnung, was da los ist. Der Leuchtturm ist vom Feuerschein hell erleuchtet. Da muss ein Flugzeug abgestürzt sein. Aber wir sind mitten im verdammten Atlantik. Ich meine, ich kapiere das nicht. Mach dich auf den Weg, aber schnell. Miss Bleiser kommen. Atlas, wie kommst du drauf, dass überhaupt jemand kommt? Weil wir hier eine Tauchkugel haben, die auf dem Weg nach unten ist. Wir haben Gesellschaft. Halten die vor allem die Stadt so sauber? Naja. Nur eine Minute noch. Ich sehe sie schon. Die Tauchkugel kommt jetzt hoch.
Johnny, das Sicherheitssystem ballert alles über den Haufen. Beweg dich endlich! Bitte, Lady, ich wollte hier nicht einbrechen. Bitte tun Sie mir nichts. Lassen Sie mich bitte gehen. Sie können meine Waffe behalten. Sie können... Ist das jemand Neues? Bist du so freundlich, das Funkgerät dazu nehmen? Keine Ahnung, wie du den Absturz überlebt hast, aber wo die Vorsehung im Spiel ist, stelle ich keine Fragen. Ich heiße Atlas. Ich will, dass du am Leben bleibst. Mach, dass du hier wegkommst. Wir müssen dich ein Stück nach oben bringen. Atme tief durch und geh aus der Tauchkugel raus. Keine Sorge, ich lass dich nicht hängen. Wir müssen sie aus ihrem Versteck locken. Du wirst mir jetzt vertrauen müssen. Oh, stimmt, ja. User disconnected from your channel. Okay, warte mal. Steuerung. Das.
User joined your channel. Hi. Na, Knete? Bleib ruhig, dein genetischer Code wurde gerade von einem Plasmid namens Electro Bolt komplett umgeschrieben. Keine Sorge, du wirst dich gleich daran gewöhnen. Sieht aus, als wäre er gerade frittiert worden. Ich möchte wissen, ob er noch ein bisschen Adam hat. Hörst du das? Lass uns abhauen, Schwächling! Du bist ein armseliges Würstchen. Das kleine Fischlein hat es gar nicht verdient, von einem Big Daddy beschützt zu werden, Feigling. Hast du mir noch gedacht? Ich bin schon. Daddy, da kannst du auch nicht viel ausrichten. Du kommst in die Konservendose, so oder so. Danke, Knittel, fürs Followen. Sieh mal, Mr. Bubbles, ein Engel. Mr. Bubble. Ich sehe, wie Luft aus seinem Bauch kommt. Warte mal. Er atmet noch, aber das macht nichts. Ich weiß ja, dass er bald schon ein Engel ist. Ganz schön rein. Aber es gibt nichts Besseres als eine Faust wie ein Blitz, oder? Das Spiel eigentlich? Ja, ein bisschen. Ich hab's zwar auch schon mal gespielt, aber ich hatte irgendwie dann aufgehört, weiter zu spielen. Ja, ich hab's vor kurzem mal auf Discord entdeckt. Da haben wir das jetzt. Bitte das Rebuffen? Ich glaube, es ist nur das Normale. Kommst du aus Luxemburg? Yep. Oh nein. Katzenfutter, Pussycat. Toll. Fleischer, am besten verpasst du ihnen einen Stromschlag und ziehst ihn anschließend noch eins drüber. Links-Rechts-Kombination. Denk an den One-Two-Punch.
Oh, hier ist sogar tatsächlich eine Katze. Das hat mich einfach hier in dem Spiel, glaube ich, ein bisschen gestört damals. Dass ich halt hier